Hey Leute, wie ihr gerade seht, bin ich draußen hier in meinem Garten. Ja, es ist sehr, sehr schön sonnig auf jeden Fall. Ja, und es ist auch wolkenlos auf jeden Fall. Und ja, dort ist Udi auf jeden Fall. Ja, es ist heute auch sehr, sehr heiß. Also ja, ihr seht, ich bin heute ohne Jacke rausgekommen. Ja, es ist sehr, sehr heiß. Ja, also in die Sonne vor allem. Ja, ich hatte 8 Stunden Schule. Die letzten 2 Stunden waren Sport. Wir waren die 2 Stunden halt spazieren. Ja, wir waren auf dem Sportplatz auf jeden Fall. Ja, und dort war mir sehr, sehr heiß auf jeden Fall. Ich musste die Jacke runternehmen. Mir war auch heiß. Also, ja, es hat heute 17 Grad Celsius und in die Sonne glaube ich noch mehr. Also, ja, so 20, 21 Grad. Ja, ist auf jeden Fall sehr warm. Also, vor allem für Frühlingsbeginn auf jeden Fall. Es ist heute der 22. März. Das bedeutet, es ist schon seit 2 Tagen Frühling. Ja, und diese Woche wird auf jeden Fall warm sein. Also, ja, also es wird nicht unter 15 Grad Celsius gehen. Ja, nächste Woche, also ja, Ende März, wird wahrscheinlich wieder. Ja, also wieder kalt sein, aber das wissen wir noch nicht. Aber diese Woche bleibt auf jeden Fall warm. Also ja, also es geht nicht unter 15 Grad Celsius, wie gesagt. Ja, also das heißt, der Frühling ist gekommen. Mir war lang nicht mehr so heiß. Als ich nach Hause kam, musste ich direkt ein Capri-Sun trinken, weil mir war voll durstig. Ich habe geschwitzt. Ja, also mir war sehr, sehr Durst. Also ich hatte sehr, sehr viel Durst. Also ja, ich musste unbedingt etwas trinken. Ja, mir war sehr heiß. Ich habe geschwitzt auf jeden Fall. Also ja, das habe ich auf jeden Fall vermisst. Ja, für mich ist Schwitzen besser als als frieren. Also ja, sehr, sehr geil, weil ja, also ich hoffe, ja, ihr werdet auf jeden Fall Zeit haben, um ein bisschen rauszugehen, weil diese Woche auf jeden Fall, diese Woche wird auf jeden Fall sehr warm sein. Nächste Woche wird wahrscheinlich wieder so 6 Grad Celsius. Freue ich mich gar nicht drauf. Aber ja, ich habe ein bisschen schon Bock auf jeden Fall auf diese warme Tage auf jeden Fall. Ich habe das schon echt vermisst. Ja, ich habe schon es, ehrlich gesagt, habe ich es schon vermisst, mich zu schwitzen auf jeden Fall. Also ja, ich habe es wirklich vermisst. Ja, und ich glaube Udi auch, weil Udi war auch ein bisschen sauer auf Winter. Also ja, nicht böse gemeint, aber ja, wirklich, der Udi mag den Winter, glaube ich, auch nicht, weil ja, er mag besser den Sommer. Also ja, oder? Er mag am besten den Frühling. Der Frühling ist für die am besten. Und heute war auf jeden Fall, also ja, also diese Woche wird komplett Frühling sein auf jeden Fall. Also ja, es würde so April oder Mai sein. Ja. Also ja, ist wirklich, wirklich, also es fühlt sich wirklich so an. Mir war so heiß, als im Sommer auf jeden Fall. Also ja, ich liebe Hitze, wirklich. Ich liebe es, ich liebe es. Also früher habe ich es gehasst. Früher war mir Winter besser als Sommer, aber jetzt, ja. Naja, wobei früher habe ich alles gleichzeitig gemocht. Ja, im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu warm, aber wie gesagt, ne? Wenn es zu warm ist, also wenn es über 40 Grad ist, dann hasse ich es auch, muss ich sagen. Aber ja, aber so 20 Grad zum Frühlingsbeginn ist schon sehr, sehr entspannt, also Ende März. Also ja, ist schon sehr, sehr entspannt. Ich hoffe, ihr werdet, also ich hoffe, dass bei euch auch so warm ist. In unserem Heimatsdorf ist es sogar heute schon 20 Grad Celsius. Also ja, sehr, sehr heiße Tage auf jeden Fall. Also ja, und das ist ein Zeichen, dass ein warmer Sommer kommt. Also bis Sommer wird es höchstwahrscheinlich schon über 35 Grad sein. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Freue ich mich schon. Oder 40 Grad, ich weiß es nicht. Mal schauen, was uns hinter uns bleibt auf jeden Fall. Das ist ein kurzes Video auf jeden Fall. Naja, wobei nicht kurz, aber ja. Also ja, also wie gesagt, ja, ich genieße es auf jeden Fall hier. Ich muss nur halt Abendessen und ja. Denn zum Glück habe ich auch keine Hausebungen auf jeden Fall. Also ja, ist sehr, sehr entspannt. Also ja. Also ja, ich würde sagen, Leute, macht so einen schönen Tag. Ja, freut euch auf den Frühling. Freut euch, dass der Frühling kommt. Jetzt ist es ganz genau umgekehrt. Ja, im September habe ich halt schon nicht so gute Laune, weil ja, ich weiß, was auf mich zukommt. Neues Schuljahr. Sommer vergeht, meine Lieblingsjahreszeit, ja, und der Winter kommt. Der Winter ist gar nicht so schlecht, aber es ist manchmal so schrecklich, ne? Wenn es Winter ist, dann, ne? Also dann soll es mindestens schneien, ne? Also ich hasse Kälte, wirklich. Ich hasse Kälte. Kälte ist nicht meins. Ja, ich würde sagen, ich genieße es. Ich muss noch Mittagessen, weil, wie gesagt, ich hatte 8 Stunden Schule. Und ja, die Vögel zwitschern. Also ja, die sind schon in Frühlingsstimmung. Das kann ich euch mal auch
zeigen, auf jeden Fall. Also ja, wartet mal. Hört ihr das schon? Wartet mal dort irgendwo. Die machen diese Geräusche auf jeden Fall sehr, sehr geil. Entspannt mich. Ja, ich würde sagen, Leute, ja, macht einen schönen Tag. Ja, und ich hoffe, bei euch ist es auch so warm. Ja, weil ich habe es schon echt vermisst, wie gesagt, weil ich, ja, wie gesagt, also ja. Die ersten Blumen zeigen schon raus. Ich habe schon einige Blumen gesehen. Also wirklich, es ist schon Frühling. Sehr, sehr geil. Ich habe so gute Laune, Alter. Ich habe so gute Laune, dass endlich dieser Frühling kommt. Weil ich war so in Stress, ne? Ich hatte so schlechte Laune. Auch man, also im Winter, also ab so September war mir schon schlechte Laune. Auch, also Ende August, mitten August war mir schon echt schlechte Laune. Auch wenn man das nicht bemerkt hat. Aber wirklich, es war für mich so schlimm, dass der Winter, also dass der Sommer weggeht, wirklich. Und der Herbst kommt und der Winter. Es war für mich erschrecklich, aber jetzt bin ich glücklich, weil jetzt ist der Frühling am Start und der Winter ist endlich weg. Junge, ich weiß nicht, aber es war für mich echt harte Zeiten. Also ja, ich würde sagen, macht euch einen schönen Tag, freut euch auf den Sommer. Es wird sehr, sehr geile Videos online kommen, auch zu Frühling, wo die Vögel zwitschern werden, wahrscheinlich. Vielleicht gehen wir diese Woche schon auf jeden Fall zu dem Wald. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, Odi, willst du noch etwas sagen? Ja, okay, er sagt, dass für ihn auch der Winter sehr, sehr schwierig war. Alles klar, für mich auch, wie gesagt. Weil ich kann keine Kälte aushalten. Also ich kann schon Kälte aushalten, aber ja, es war für mich echt sehr. Also viele sind auch gestresst zum Winter, ne? Weil wenig Sonnenschein, es ist so kalt. Und ja. Und die Vögel zwitschern halt nicht. Und wenn die Vögel zwitschern, dann kann ich halt sehr, sehr gut schlafen. Also ja, macht einen schönen Tag. Genießt den Tag. Ja, der Sommerferien kommt immer näher und näher und es wird immer wärmer. Sehr, sehr geil. Und ja, ciao.